Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich, mein Lieben. Herzlich willkommen zum neuen Video von Teamfight Tactics. Heute mal ohne die Webcam, weil ich nicht zu Hause bin. Und ja, trotzdem möchte ich gerne noch ein Video bringen, weil es könnte sehr, sehr gut ohne Bogen. Es könnte sehr, sehr gut möglich sein, dass ich heute Platin erreiche. Da habe ich mir gedacht, komm, nimmst du das Video auf, ist mein erstes Game heute. Vielleicht kommt es ja auch gerade gut. You never know. Und ich bin jetzt auf Gold 1 mit 72 LP. Und ich denke, ein Top 3 Platz sollte schon 28 Punkte geben, wenn man Glück hat. Und das nehmen wir mal in Angriff. Hauptsache nicht außerhalb der Top 4. Dann wäre ich schon mal glücklich. Und lassen wir uns überraschen. Auf jeden Fall nicht Redemption. Definitiv nicht Redemption. Finde ich nicht mehr so stark irgendwie. Da gibt es jetzt Besseres. Dann nehme ich lieber einen Guardian Angel. Und ja, aber wenigstens schon mal ein Item aus der Minion-Runde. Oh, zweimal ganz länger. Hat sogar, ja, zweimal Blade Master wäre auch noch da, aber ich nehme jetzt einfach mal die Tristana, ja, ja. Vielleicht bekomme ich jetzt noch ein bisschen Gold. Dann könnte ich noch eine Fiora mitnehmen. Gegebenenfalls auch noch eine Elise. Einfach um sich direkt am Anfang verschiedene Möglichkeiten offen zu halten. Yordles bauen wir auch wieder, nice. Die gehen immer gut. Vor allem wenn man einen Level 3 Vega hat. Dann machen sie Spaß. Oder ein Graves halt. Oder ein Lucian. So der Early Gunslinger Buff. Finde ich jetzt persönlich ist schon fast einer der stärksten. Wow, ein Gold. Ja, den nehme ich Elise. Hat sich doch gelohnt, Elise zu nehmen. Ja, dann nehme ich noch Wayne und Graves. Dann habe ich schon mal den Gunslinger. Einfach für den Anfang. Jetzt ein Level 2er wäre noch angenehm. Oder das wäre sowas von angenehm, ein Level 2er. Die erste Stage, das habe ich so selten. Es gibt immer wieder Leute, guckt, die haben schon, drei Leute haben schon Level 2er. Und ich habe das eigentlich so gut wie nie, dass ich in der ersten Stage, also in der ersten PvP-Stage, im ersten Fight mit einem Level 2er reingehe. Das habe ich so gut wie nie. Naja, was soll's. So ist das Leben. Dann kann ich da alles haben. Wow, nochmal Gold. Danke dafür. Oh. Da müsste ich ja schon fast alles kaufen. Also sicher mal Ranger, den Sorcerer, den Knight. Zweimal Brawler. Dann verkaufe ich dich wieder. Probieren wir es. Mit dem Blitzcrank. Ich habe jetzt keinen anderen Brawler leider. Ach ja, schon Level 4 und ein Level 2er. Ach komm, leck mich doch. Das meine ich. Seht ihr, der ist schon Level 4 und hat ein Level 2er. Das ist doch behindert, sowas. Das ist einfach nur behindert, sowas. Naja. Ich bin es mich gewöhnt, in der ersten PvP-Stage eigentlich so gut wie keine Wins zu holen. Hat einen Vorteil, ich darf jedes Mal im Karussell als erster ran. Immerhin etwas. Aber ein Level 2er wäre halt trotzdem noch schön. Ist mir eigentlich egal, wer. Ja, niemand. Geil, danke für nichts. Riot. Guckt euch an, so viele Level 2er und ich? Nix. GG, dann mache ich wieder Lissandra rein. Ansonsten muss ich nichts reinmachen. Was will ich machen? Nachher packe ich dann, keine Ahnung, packe ich Blitzcrank rein? Oder Darius? Ja, Darius. Der hat schon zwei Level 2er. Ach komm, und drei Items. Und dann noch ein Bogen. GG. Kill nicht mal einen. Tja. Was willst du machen?
Was willst du machen? Wird schon nicht unter 80 sogar noch sein. Habe ich auch schon geschafft. Immer wenn ich die Videos mache, habe ich schlechte Resultate und immer das erste Game nach den Videos ist dann ein gutes Resultat. So. Ja, jetzt kommen ein paar gute Sachen. Super. Nehme auf jeden Fall mal die Poppy rein. Dann nehme ich Wayne rein. Dann nehme ich Darius rein. Soll ich noch zweimal Ari kaufen? Kaufe ich zweimal Ari? Komm. Den Braum auch gleich. Warum nicht? Jetzt habe ich wenigstens einen Knight-Bonus noch. Und einen Level 2er. Halleluja. Wird aber trotzdem verlieren, weil die Wayne wahrscheinlich nach der Kha'Zix-Ult tot sein wird. Ich töte wenigstens. Lol. Ich habe keinen einzigen gekillt. Sie mich verarschen. Na gut, er hat den Void-Buff. Und Brawler. What the fuck? Mich verarschen? Wie Glück muss er haben? Oh, das Vega. Ich will Vega haben. Allem hat er eine Träne. Komm, Vega. Weil, habe ich Tristana noch? Wo bin ich? Ich habe Tristana noch. Dann hätte ich dreimal Yordles. Ja. Yordle Elementalist, das finde ich jeweils noch geil. Da hast du zwar nicht wirklich... Gut, du hast mit Poppy und Gnadern Tanks. Und sogar Glacial, wenn du es richtig machst. So, Yordle Elementalist ist sicher geil. Ich kann jetzt Vega auch einfach mal da lassen. Oder mache ich es Level Up? Mach's mal so. Oh fuck. Mordekaiser wollte ich nicht verkaufen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich mach's jetzt mal so. Es hat wieder eine Träne. Es ist, ich kann wieder nur Redemption machen. Ich will kein Redemption im Early Game. Ich brauche was zum Damage machen. Guck mal. Red Buff. Hextech. Bogen. Ist ja gesegnet vom Glück. Das werde ich verlieren. Einfach nur wegen Kassadin werde ich das verlieren. Was hat er? Er hat den Noble Buff sicher mal, oder? Den haben sie mir noch nicht hingekriegt, die Trottel. Den Wild Buff wahrscheinlich auch. Nee. Osra, nee. Dann hat er einfach... Alter. Wir haben noch nicht gewonnen. Oh. Okay. Ist die Frage, gehe ich Sorcerer? Als allererstes mache ich jetzt mal Yordles rein. So. Aurelion habe ich jetzt schon mal auf der Seite, das ist ja schon mal was. Mal gucken. Ein Rageblade. Gut, er hat einfach Ranger und Knight. So der Klassiker. Und ein Level 2. Das muss ich gewinnen, vor allem weil Mordekaiser Brain AFK dasteht. Ja, die Varus Ult tut weh. Auch wenn er Level 1 ist, tut die weh. Aber wenigstens ein Win. Immerhin etwas. Yeah! Und ich könnte Easy Sorcerer gehen. Immer noch die Ari. Und Twisted Fate zweimal. Holy fuck. Okay. Varus würde ich eigentlich auch gerne mitnehmen. Machen wir das mal so. Okay, dann passt das. Ich hoffe einfach, ich packe die Crux mit nur einem Level 2er.
Da sitzt halt noch das zweite Elend. Du musst die jetzt erstmal noch schaffen. Ja, super Ult von dir, Vega. Aber der Fokus ist gut. Das ist schon mal etwas. Ja, ach, die Ult von Vega wurde direkt gecancelt. Okay, Zeke's Herald. Spear of Shojin. Let's go. Stimmt. BF Sword Trainer, Spear of Shojin. Das nehme ich definitiv mit. Zwar nur ein Item leider, aber was willst du machen? Der hier hat schon. Was hat er? Gunslinger? Nee. Blade Master hat er? Auch nicht. Was hat er denn? Noble. Oh. Hello. Fuck. Was mach ich denn? Sorry, Lissandra. Du bist weg. Mach ich das so? Nee. Das so. Scheiß auf die Tanks. Jetzt habe ich ein Level 2 auf der Bank. Ist auch okay. Ist auch schon Level 6. Ah, Static Shift und ein Bogen auf der Ash. Ja, leck mich doch. Gute Ult von Poppy. Grandios. Ja, allein der Static Shift wird mich zerstören. Ult von Vega halt auch lost. Kein eins, doch einen habe ich gekillt. Wow. Holy shit. Was ist das denn? Ich würde eigentlich gerne beides mitnehmen. Hallo? Sorry, Aurelion, aber du gehst. Jetzt habe ich noch Glacial. Oh, Miss Fortune. Junge, Junge, Junge. Level 3 Warwick. Alles klar. Die Ashe mitnehmen, er hat auch noch was. Irgendwie. Es ist schwierig. Oh, der hat schon Level 2. Der hat alles auf Level 2, außer Volibear. Ist das behindert, Junge? Logisch kriege ich auf den Sack. Ich habe 2 Level 2, aber was will ich gegen den? Ist das Spiel behindert, ey? Das RNG gibt wieder mal alles. RNG gibt wieder mal sowas von alles. Okay, Cannon. Dann habe ich zwar kein Glacial, aber... den Gunslinger Buff wieder. Eine fucking Miss Fortune drin. Also, falsch macht man da sicher nichts. Das ist die Frage. Nee, probiere ich einen Garen mitzunehmen. Jetzt habe ich halt, ja, meine Knights ist halt scheiße, weil die werden noch lange nicht. Levels ist wieder gegen den gleichen. Komm, leck mich doch am Arsch, ey. Wieso zweimal nacheinander gegen den gleichen? Natürlich genau vor der Ult kommt der Glacial, aber das war wichtig. Das war verdammt wichtig. Und trotzdem werde ich verlieren. Einfach wegen dem Static Shift. Hau die Ultra. Ach du blöde Kuh. Scheiße, ey. Static Shift muss einfach genervt werden. Static Shift ist so ein behindertes Item. Sorry, aber ist einfach so. Jetzt ist die Frage, nehme ich Vega mit oder nehme ich Sejuani mit? Nehme Sejuani mit. Ich habe lieber die eher auf Level 2 als Vega. Einfach damit der Tank mal Level 2 ist. Das wäre ja schon mal ein riesengroßer Fortschritt. Noch mal eine Lulu kriegen, das wäre auch mal schön. Da wäre ich auch sehr, sehr dankbar. Ich glaube, die Rain kann ich verkaufen, weil Ranger werde ich sehr wahrscheinlich nicht mehr gehen. Und was will ich mit dir? Lulu. Okay. Ich pack dich mal so rein. Nimm auf jeden Fall Lulu mit.
Die Sandra sollte ich eigentlich auch mitnehmen. Wenigstens überlebe ich bis zu den Wolves. Komme ich wenigstens Items über. Guck mal, ja, jetzt muss ich gegen den erst platzieren. Ach komm, leck mich doch. Wie viel Blade Master hat er jetzt? Dreimal. Wenigstens haut sie die Ult raus. Immerhin etwas. Die Ult von Ahri komplett broke. Die von Miss Fortune hat auch behindert. Und Lucian wird das jetzt easy carryen. Ja, man. Ja. Keine Chance. Habe ich schon eine Runde habe ich gewonnen bisher. Ach, ist, also manchmal ist das Spiel echt für gar nichts zu gebrauchen. Ohne Witz jetzt. Jetzt muss ich rollen, weil ich einfach nichts habe. Wird einfach maximal behindert, sowas. Wow. Danke dafür. Ahri, Rengar. Ah. Ja, ich habe jetzt einfach ein bisschen gerollt. Sollte Level 7. Level 7, Rageblade, Static Shift, 4-mal Ranger. Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Wenigstens wird Sejuani alles dann, aber wirklich alle. Das verliere ich trotzdem. Das ist so behindert. Es ist so behindert, das Static Shift. Ist eigentlich ein Skandal, gibt es dieses Item. Das ist ein absoluter Skandal. So. Okay. Dann packe ich dich rein. Ja, Miss Fortune lasse ich natürlich drin. Machen wir das so. Vega Level 2 würde halt schon so viel ausmachen. Wenn ich irgendwie so lange überlebe, dass ich einen Elemental-Bonus kriege, muss ich halt auf Brand oder Anivia warten. Aber würde ich sowas von mitnehmen. So, okay. Schaffe ich die überhaupt? Oh. Hab ich schon gefunden. Zwei Items und dann noch zwei nicht wirklich gute. Super. Okay, Frozen Heart, Redemption. Red Buff. Ich gebe hier sicher mal einen Red Buff und gebe durch Lissandra ein Redemption geben. Komm, ja, ich muss jetzt irgendwie was machen. Jetzt bin ich sowas von am Arsch. Okay, dich verkaufe ich, dich auch. Ach, ich brauche Bonusgold. Level 3 Warwick. 4-mal Wild, so wie es aussieht. Assassins hat er auch. Komm schon, Vega, mach was. Irgendwas. Ja, das gewinne ich, glaube ich. Obwohl er ein Level 3er hat. Wow. Ich habe eine Runde gewonnen. LOL. Ich habe gewonnen. Ja, leck mich doch, du. Dass ich sowas noch erleben darf. Der hat so viele Items, der wird sie doch am besten vergeben. Er kann sich ein Cursed Blade sogar machen. Etwas vom Stärksten, das es gibt. 16, ich könnte ein Level Up machen. Die Frage ist, was bringt mir das? Ja komm, eine Einheit mehr kann man schon brauchen. Vega. Ja, das mache ich. Vega Level 2, das ist wichtig. Ja, jetzt habe ich. Habe ich noch. Ah ja, den Ninja Buff gekriegt. Level 7. Er hat den Guardian Buff. Er hat den. Boah, zum Glück stehen die AFK bei ihm rum. Bitte ulte. Danke, Sejuani.
Ja, also wenn MF eine gute Ult durchkriegt, ist das schon eine halbe Miete. Oh, komm. Jetzt geht's langsam los hier. Sehr gut. Puh, also bis zu den Raptors würde ich eigentlich gerne überleben. Das ist jetzt halt gar nichts, was ich brauchen kann. Ich brauche jetzt einfach noch einen Gnar. Oder Brand oder Anivia. Dann würde ich sogar Miss Fortune rausnehmen. Dafür. Würde ich sogar die Fortune rausnehmen, auch wenn sie stark ist. Aber ich würde sie dann wahrscheinlich im Late Game wieder reinnehmen. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Ein Elementalist-Buff, der wäre halt jetzt auch noch sehr, sehr... Oh, wieder gegen den gleichen. Lol. Er hat halt keinen DPS. Das ist sein Problem. Ja, komm, Redemption, let's go. Nochmal schön alle geheilt. Aber das könnte noch knapper werden als vorhin. Och, seine Sage-Ult kommt noch raus. Oh. Aber meine ultet wahrscheinlich auch nochmal. Oh, Miss Fortune. Ja, ja, das gewinne ich. Sehr gut. Cannon auf Level 2 bringen, das wäre auch noch wichtig. Wow, dass ich eine 3er Winning Streak erleben darf. Huch, bin ich plötzlich Platz 3. What the fuck, das ist alles so eng und vorne haben sich 2 abgesetzt. Oh, Morellos. Brand. Anivia. Es gibt so vieles, was ich nehmen kann. Ansonsten kennen. Aber lieber Anivia. Oder? Ja. Let's go. Elemental Buff. Level Up kann ich nicht machen. Ich muss jetzt halt mich von Miss Fortune trennen. Für den Moment. Vielleicht mache ich dann doch nicht den 6er Yordle. Das war viel. Mal gucken. Vielleicht bleibt es beim 3er. Damit ich dann die Miss Fortune wieder reinnehmen kann. Mal schauen. Aber auf jeden Fall kommt jetzt Anivia rein. Rollen werde ich jetzt mal nicht. Jetzt halt 4 Yordles. Ja, was willst du machen? Bis zu den Raptors werde ich es wahrscheinlich überleben. Einer ist schon rausgeflogen, okay. So, bitte Daisy, komm jetzt hier nach vorne. Hier. Das wäre schön. Ja, jetzt muss ich natürlich gegen einen, der vorne ist. Super. Bitte Ulte, Seju. Danke. Oh, sie trifft jeden. Holy fuck. Wichtig. Es kommt noch eine Ken-Ult. Anivia Ult ist auch draußen. Aber sein Lucian wird es wahrscheinlich carryen. Nee. Oh. Das ist es. Das ist die Combo. Seju. Auf Level 3 brauche ich Sejuani jetzt nicht unbedingt. Ich roll jetzt einfach einmal. Es ist wieder nichts Gutes gekommen. Vierer Glacial. Wie könnte ich das machen? Es gibt keinen Yordle, der Glacial ist. Lass mich mal kurz den Cheat Sheet aufmachen. Nee, ich bräuchte ein Giant's Belt und Spatula. Och, ein Draven mit Items. Das ist immer das Unangenehmste, was es gibt. Und eine Poppy, die AFK rumsteht. Komm schon, Vega. Ulte Draven, bitte. Oh. Ja, brauchst du nicht. Er wird auch so sein blaues Wunder erleben. Und der Kollege ist raus. Sehr gut. Alter. Das Early Game bei mir war so ein Skandal. Und jetzt langsam hat es mit dem Economy doch noch irgendwie geklappt. Und eine Top 4 Platzierung ist plötzlich doch noch möglich. Brand. Immer Brand und Lulu mit. Was hat denn der für eine Kombo? Das ist der. Wow. Rageblade auf Kale. Viermal Ranger. Alter, ja, gut, der Typ wird das locker gewinnen. Der wird keine Konkurrenz haben. Ich hoffe einfach, dass ich nicht gegen ihn spielen muss. Ich hoffe einfach das. Und dann wird das Leben angenehm.
Aber ich habe ja schon mal den Elemental Buff. Das ist ja schon mal etwas. Vielleicht kriege ich ja irgendwie noch einen Doppelspatula. Dann könnte ich 6er Yordle machen, inklusive. Inklusive den Elementalists. Aber so wie es jetzt ist, ist eigentlich auch völlig in Ordnung. Dann packe ich dann lieber den, die Miss Fortune wieder rein. BF Sword. Blutdürster oder Guardian Angel. Ist halt absolute Kacke, was ich hier bekommen habe. Ich muss es Tristana geben. Kennen, ja, eine Lulu. Ja, Ugnar. Kennen Level 2. Let's go. Sehr gut. Ich habe gehofft, dass ich noch einen Gnar finde. Aber ich kann jetzt halt den 6er Yordle machen. Dann müsste ich zwar auf den Knight verzichten. Boah, Phantom auf die Daisy. Das ist auch böse. Oh, bitte, Seju ulte. Boah, zum Glück hat Vega Katus geultet. Leco mio. Noch eine Seju ult? Nee. Ja, das werde ich verlieren. Die Redemption. Ja, ich werde trotzdem verlieren. Er hat halt gute Items und ein Level 3 Garen, das ist. Das ist halt ein bisschen krass. Wenn man das so sagen kann. 23 Leben noch. Wenn ich jetzt auf Miss Fortune verzichte, ein Level Up mache. Könnte ich erstens die Lulu reinpacken oder Gnar. Und halt die Sejuani rausnehmen. Dann hätte ich noch die 6 Yordles. Ist eine Überlegung wert. Ich hoffe, ich komme bis zum nächsten Draft. Oh, bitte stun, bevor Joe seine Ult macht, Seju. Oh. Ja doch, Timing hat funktioniert. Alter. Die Joe-Ult hat man irgendwie nicht gesehen. Trotzdem kam sie durch. Ja, das verliere ich, oder? Ah. Es wird knapp. Es wird verdammt knapp. Aber ich... Och, Warmox. Das ist halt... Das könnte der Tod sein. Okay, doch nicht. Ich meine, ich habe schon erlebt, dass einer hatte eine Poppy mit Warmox und Thornmail und die hatten 1 gegen 3 gewonnen gegen mich. Das war dann halt maximal lost. Das Problem ist, wenn mich jetzt einer so richtig wreckt, könnte ich 23 Leben verlieren. Das ist das Problem. Fuck. Okay, aber so. Nein. So. Dann habe ich jetzt noch 6 Yordles. Jetzt habe ich zwar den Night Buff nicht mehr. Aber ist okay. Daisy. Oh, direkt Redemption. GG. Ah, das ist wieder der gleiche Gegner wie vorhin. Ja, fick dich mit deinem Streckskatus. Schlimmster Champion. Ja, jetzt bin ich raus wahrscheinlich, oder? Ich habe zu wenig gekillt. Es reicht knapp noch. Vorhin war es besser mit der Seju. Ja, jetzt kommt natürlich eine Miss Fortune. Aber ich bin Top 4. Wenn jetzt der da vor mir rausfliegt, gut, gegen einen Phantom werde ich nicht spielen können. Es muss halt alles Glück zusammenkommen, dass ich noch Platz 3 werde und Platin irgendwie komme. Red Buff. Zeke's Herald. Oder C4. Wenn mal so. 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 Dann passt das. Brauche ich nur noch Gnar. Jetzt noch einen bitte. Fehlanzeige. Och.
Er hat Phantom auf Tristana gemacht. Oh, das ist der auf Platz 1. Ja, ja. Bin raus, oder? Ja, die Gnar-Ult war schlecht. War richtig schlecht. Ja, ich bin raus. Aber ich bin Platz 3. Ich bin Platz 3. Alter, jetzt wird's spannend. Jetzt kurz auf Desktop umstellen. Bin ich Platin? Let's fucking go. Oh, Alter, da läuft noch ein Video von mir im Hintergrund. GG. Platin. Ich hab's geschafft. Puh, ich hätte es nicht gedacht nach diesem skandalösen Early Game, dass ich Platin komme. Aber hier wird jetzt direkt Print Screen gemacht. Ich habe zum Glück lange genug im letzten Fight überlegt und der andere hat vor mir verloren. Let's go. Oh, bin ich froh, du, dass ich Platin gekommen bin. Ich hoffe jetzt einfach, dass ich nicht wieder Gold runterfalle, so schnell wie möglich. Das wäre natürlich belastend, aber es ist auf jeden Fall geil. Promoted. Platin 4. Geil. Und ich hatte nicht mal das absolut kranke Team. Und ich hatte richtig schlechte Items, außer der Spear of Shojin und ein Red Buff. Hatte ich schlechte Items im Gegensatz zu vielen, vielen anderen. Also ist definitiv okay. So. Wie viele Punkte habe ich denn? Ein. Also kann ich mir jetzt zwei mal nacheinander schlechtes Resultat erlauben, bevor ich gedowngraded werde. GG. Also, gut. Das war's für heute, meine Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr noch mehr Teamfight Tactics sehen wollt oder generell andere Let's Plays, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet und vielleicht noch die Glocke aktivieren, damit ihr immer seht, wann ein neues Video kommt. Es kommen jeden Tag 1 bis 2 Videos auf meinem Kanal. Und ja, das würde mich sehr, sehr freuen. Und wenn nicht, ist es natürlich nicht schlimm, wenn es euch nicht gefallen hat. Ja, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Habt einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.